Gehen wir einfach noch mal kurz durch die Shell-Syntax. Wir können Befehle hintereinander ausführen, wenn wir einen Strichpunkt dazwischen, einen Semikolon dazwischen machen. Auf einer Zeile das tippen und die drei Befehle werden ausgeführt als drei getrennte. Wir können Konditionalbefehle ausführen, wenn der erste Befehl erfolgreich abgelaufen ist, wird der zweite auch ausgeführt mit zwei Kaufmanns und. Und wenn man zwei Pipes hintereinander macht, ist das ein Oder. Das bedeutet dann sozusagen, wenn der erste Befehl nicht erfolgreich war, dann den zweiten Befehl ausführen. Wir können eine Ausgabe umleiten, zum Beispiel mit größer als den Output von einem Befehl in eine Datei schreiben, mit zwei größer als den Output anhängen, also wenn schon was drin ist. Wir können die Ausgabe von irgendeinem Befehl weitergeben an einen zweiten Befehl, der es dann als Input bekommt mit einer Pipe. Und wir können auch die Eingabe für irgendein Programm aus einer Datei lesen, zum Beispiel wenn wir irgendwo FTP, so ein Kommandozeilenprogramm, um auf FTP-Servern sich einzuloggen und irgendwelche Dateien hoch- oder runterzuladen. Username eingeben, Passwort eingeben, dann irgendwo Verzeichnis wechseln, Datei runterladen. Und das, wenn man das alles irgendwie automatisieren will, kann man die ganzen Kommandos in die Datei schreiben und kann dann sagen, ja, und Input kommt von der Datei. Alternativ auch mit CAT, wobei das mehr Zeichen und es ist ein Programm mehr, das ausgeführt werden muss, fällt dann unter Useless Use of CAT. Das ist schon wieder ein bisschen interessanter. Wir können die Ausgabe von irgendwelchen Programmen auf der Kommandozeile als Parameter übergeben für andere Programme. Im Großen und Ganzen haben wir hier einen MP3-Player, der MP3s auf der Kommandozeile ausführt und find. Das sucht Dateien im Punkt, im aktuellen Verzeichnis mit dem Namen, der auf MP3 endet. Und das gibt uns all diese Dateien aus. Können wir gerade mal irgendwie ein Beispiel auf der Kommandozeile machen. Find. Ich habe jetzt hier irgendwelche Dateien, die auf aktuellen Verzeichnis minus name. Bar Stern. So. Wenn ich jetzt mit all den Dateien was machen will, kann ich zum Beispiel alle anschauen. Less. Dann Backtick, also verkehrtes Anführungszeichen. Backtick. So. Und jetzt wird die Ausgabe, die wir hier gehabt haben, hier hinten, den ganzen Teil, der wird hier als Parameter dem Less übergeben, was zwischen den zwei Backticks steht. Und jetzt tut er die erste Datei und da unten sagt er schon Datei 1 von 9. Die nächste ist Bar 4 mit Tilde. Wenn ich jetzt Doppelpunkt N tippe, kommt Bar 4 und ja, jetzt schaue ich alle die Dateien an, die das Find gefunden hat. Steht überall Blafhasel drin, ist langweilig. Das Problem ist, das ist ohne Quoting nicht schachtelbar. Also wenn ich da jetzt innen drin wieder den Output vom Befehl an das Find übergeben möchte, dann müsste ich da Backslash Backtick nehmen. Und wenn ich darin wieder Backslash, Backslash, Backslash Backtick, wird irgendwann mühsam. Mit Klammern ist das viel schöner. Deswegen gibt es in der Bash und in der Z-Shell und in der Corn-Shell die Möglichkeit, Dollar, Klammer auf und hinten wieder Klammer zu. Und das ist sehr klar, welche Klammer auf zu welcher Klammer zugehört. Und damit kann man das wunderschön schachteln und es ist auch leserlich, ja? Was ist der Unterschied zu den Backticks? Keiner, außer dass es leserlicher ist und du nicht quoten musst. Also es ist nicht zum Beispiel bei einfachen und doppelten Anführungszeichen, dass die Bash ja verschieden interpretiert. Kommen wir beim Quoting nachher noch dazu, der Unterschied zwischen doppelten und einfachen Anführungszeichen. Die Backticks haben einfach die Besonderheit, dass sie das dazwischen als Befehl ausführen. Und diese Dollar, runde Klammer auf und Klammer zu, macht genau das Gleiche, nur ist lesbarer und du musst nicht im Hirn überlegen, wie viele Backslasher jetzt du davor machen musst, wenn du das schachteln musst. Du tust es einfach schachteln und es tut. Dann gibt es noch eine andere Variante. Wenn wir das mit den Backticks oder den Klammern nicht machen wollen, wir können das auch mit Pipe machen. Es gibt das nette Programm XArgs. Und zwar, das nimmt alles, was es auf der Standardeingabe bekommt, an einen Text, und übergibt das als Parameter an den Befehl, den man ihm als Parameter übergibt. Also das Find gibt irgendwelchen Output, gibt das an das XArgs und das XArgs ruft den MP3-Player auf und gibt ihm als Parameter all die Dateien. Das können wir gleich auch mal ausprobieren. Vielleicht einfach nochmal kurz hier den hier. Das ist genau das Gleiche. Also kommt dann auch wieder File 1 von 9, Bar 3, Bar 4 etc. Also ist genau gleich. So, jetzt nochmal einfach hier mal den Output nochmal. Und wenn ich jetzt hier sage Pipe XArgs, und ich nehme jetzt Echo. Echo gibt einfach alle Parameter, die es übergeben bekommt, aus. Und zwar auf einer Zeile. Und jetzt haben wir zum Beispiel einfach, es ist nicht sehr sinnvoll oder nützlich, sagen wir so, nicht sehr nützlich. Sinnvoll ist es zum Erklären, aber nicht sehr nützlich. All die Dateien, die hier jeweils auf einer Zeile waren, sind jetzt als Parameter an das Echo übergeben worden. Und Echo hat sie einfach hintereinander ausgegeben mit einem Leerzeichen dazwischen. Und genauso könnte ich zum Beispiel eben sagen, such mir alle MP3s und übergib die an einen MP3-Player. So, jetzt haben wir ein Problem. Das da oben funktioniert alles nicht sauber, wenn irgendwo Leerzeichen oder Sonderzeichen drin sind. Weil die Backticks, die splitten nachher an Leerzeichen auf. Und
Zum Teil tun sie auch noch irgendwelche Sonderzeichen interpretieren. Und deswegen gibt es ein wunderschönes Feature bei Find und XArgs. Und zwar, vielleicht wisst ihr ja, in einem Unix-Dateinamen kann jedes beliebige ASCII-Zeichen vorkommen, mit Ausnahme von zwei Zeichen. Der Slash kann nicht vorkommen, weil das ist der Verzeichnistrenner, und das Null-Zeichen, also das Zeichen mit dem ASCII-Code 0. Weil das ist das Zeichen, mit dem ein C, ein String beendet wird. Aber alle anderen Zeichen können vorkommen. Auch wenn die sonst irgendwelche Besonderheiten auf der Kommandozeile haben oder nicht druckbar sind. Also kann Ctrl-C im Dateinamen vorkommen. Und um mit solchen Dateinamen klarzukommen, print 0 sagt dem Find, gib alle Dateinamen aus und zwischen jedem Dateinamen mach ein 0-Byte. Das heißt, alle Zeichen können verwendet werden, außer eben das 0-Byte, was sowieso in Dateinamen nicht vorkommen kann. Und XArgs mit dem minus 0 macht genau das Gleiche. Es weiß, aha, wenn jetzt Dateinamen reinkommen oder Parameter reinkommen, ich muss sie an einem 0-Byte trennen. Und damit kann man wunderschön Dateinamen auf diese Weise übergeben, auch wenn da Leerzeichen, Zeilenumbrüche, Strichpunkte, Pipes und weiß Gott was im Dateinamen drin sind. Das ist vor allem gut bei MP3s, wo die Leute ja lieben gern Interpreter, Leerzeichen, Bindestrich, Leerzeichen, Songtitel.mp3 und das wenn möglich mit allen Leerzeichen, Gänsefüßchen und sonst was, was im Dateinamen drin ist. Kann man jetzt schlecht vorführen im Sinne von zeigen, was da rauskommt, weil halt dann die 0 Bytes auf der Shell sind. Ich werde es aber trotzdem mal probieren. Jetzt einfach hier mal das Print 0, was es dann macht. Ich weiß selber nicht, was rauskommt. Na gut, sie sind einfach alle hintereinander. Aber da, was man jetzt nicht sieht, ist das halt, weil man es sich aussuchen kann, dass hier ist ein 0 Byte dazwischen, hier ist ein 0 Byte dazwischen etc. Und wenn ich das Ganze nochmal Print 0, geht genauso, aber bei den Dateinamen ist es jetzt nicht so prickelnd. Vorführeffekt. Ah, da fehlt ein Leerzeichen, genau, danke. So, funktioniert genauso. Nur mit dem Unterschied, dass es sauber funktioniert hätte, wenn halt irgendwelche Dateinamen mit Sonderzeichen drin gewesen wären. Genau. Also das mit dem minus print 0 und minus 0, eben wenn man mit irgendwie MP3s vor allem oder Videos arbeitet, ist das sehr praktisch. Bei normalen Dateinamen brauchen wir es eigentlich nicht. Also wenn man irgendwie auf einem etc-Verzeichnis damit arbeitet, muss man sich eigentlich selten Sorgen machen, aber wenn dann irgendwie Fehlermeldungen kommen, dass der Befehl hinten dran irgendwelche Dateien nicht finden könnte und die heißen irgendwie eigene oder Dateien, weil halt das Verzeichnis eigene Leerzeichen Dateien hieß oder so, dann weiß man irgendwann, okay, dann muss ich mit dem Print 0 arbeiten und dem XArgs minus 0. Man kann natürlich das XArgs auch mit anderen Programmen benutzen, zum Beispiel grep minus r für rekursiv bla, also alle Dateien, in denen bla vorkommt, sehen wir, es sind viele. Und jetzt sage ich ihm noch minus L für Liste Menüle Dateien auf. Und das kann ich natürlich auch dann mit XArgs Echo machen. Und dann habe ich all diese Dateien auf der Kommandozeile. Also man muss es nicht mit Find machen. Nur, dass das grep, wenn ich mich recht entsinne, keinen Trenner an 0 Bytes machen kann. Aber gut. Vielleicht einfach nochmal irgendwie, weil in allen irgendwie bla vorkommt, mal nach Fasel suchen. Sind es ein bisschen weniger, zwei weniger oder so. Die Fubars sind nicht dabei. In denen steht nur bla drin. Ich sammle so Bezeichnungen für Sonderzeichen unter Unix. Also so der Backtick oder das verkehrte Anführungszeichen. Ich nenne das auch immer gern, nimm lieber XArgs. Weil das funktioniert einfach irgendwann besser und man braucht nicht so viele Schachtelungen dann im Zweifelsfall. Man kann auch Pipe XArgs irgendwas, Pipe XArgs irgendwas anderes. Geht auch wunderbar und ist lesbarer. Ja, weiter geht's. While-Schleifen. Und jetzt ist es eben, wie ich schon angekündigt habe, ein Unterschied zwischen der Bourne-Shell und der C-Shell. In der Bourne-Shell While-Schleifen, While und dann irgendein Befehl. Und solange der ein 0 zurückgibt, was in der C-Welt heißt, ist alles in Ordnung, dann macht er irgendwas bis zum Dann. Also alles hier wird ausgeführt. In dem Fall gibt es einfach alle Sekunde einen Punkt aus. True ist ein kleines Programmchen, das nichts anderes macht, als sich erfolgreich beenden. Und false ist ein kleines Programmchen, das nichts anderes macht, als sich nicht erfolgreich beenden. Kann man wunderbar für so Endlosschleifen verwenden. Und der Doppelpunkt ist irgendwie nochmal eine Kurzform davon. Also while Doppelpunkt ist genauso wie while true, nur dass das true irgendwie nicht mehr aufgerufen wird, sondern es schon weiß, es ist Endlosschleife. For-Schleifen sind auch ganz nett. For, dann hier irgendein Variablenname, den man verwenden möchte. In und dann einfach eine Liste von irgendwelchen Werten, das können Dateien sein, das können irgendwelche Nummern sein, was auch immer man will.
Und für jeden von diesen Werten führt das dann das hier hinten aus, zwischen dem Du und dem Dann. Und $i wird dann jeweils ersetzt, also was auch immer ich hier als Variable genommen habe, durch einen dieser Werte. Also diese Zeile hier gibt im Prinzip dann alle Sekunde eine Zahl aus und zählt bis 6 hoch. Das machen wir hier mal gerade. For i in 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das geht schneller. Wunderbar. Nicht sehr sinnreich, aber ich glaube, es ist klar, was das Programmchen gemacht hat. Wir haben jetzt eine kleine Vorschleife hier gehabt. Wenn man da jetzt auf 300 hochzählen will, die will man nicht alle eintippen. Es gibt ein nettes Programm namens Sec oder für Sequenz. Und dann sagt man, ich will jetzt alle Zahlen von 1 bis 100. Und dann gibt es mir die aus. Ganz schnell. Und entsprechend kann ich hier natürlich auch sagen, mit jetzt zum Beispiel Backticks oder eben diesen Klammern hier drin, 1 bis 100. Und dann zählt er auch fröhlich da hoch. Dann gibt es aber noch eine Variante, die es aber bloß in der Bash und Z-Shell gibt. Conshell auch noch, aber nicht die MKSH. Und zwar von 1 bis 20 oder so. Das ist im Prinzip eine ähnliche Syntax, da komme ich nachher noch bei den Wildcards dazu. So eine Art generierendes Wildcard von 1 bis 20. Das Schöne ist, man kann ihm auch führende Nullen vorne dran geben. Und dann zählt er halt das mit führenden Nullen hoch. Wahrscheinlich gibt es bei Sec auch irgendeine Option, mit der man das machen kann. Lassen wir den mal hochzählen, schauen weiter auf die Folien. So, das war das mit dem Sec. Hier mit Backticks, drüben hatte ich es mit runde Klammer gemacht. Dann haben wir hier das mit den Schweifenklammern. Und es gibt auch noch die C-artige Vorschleife, wo man so von i gleich 1 hochzählen. Solange i kleiner gleich 6, mache i plus plus. Die beiden letzten gehen halt in den beiden neueren Corn-Shells nicht. In der originalen witzigerweise schon. Aber es ist auch nicht im POSIX-Standard drin. Aber es ist einfach sehr nett und einfach zu tippen. Ja, und in der TC-Shell und C-Shell sieht das alles wieder ein bisschen anders aus. Ein großes Problem ist, man kann es nicht, so wie ich es jetzt gerade gezeigt habe, auf eine Zeile schreiben. Das While und das End statt dem Done, die müssen immer auf einer Zeile stehen. Das heißt, man muss es mindestens auf 3 Zeilen tippen. Und in der History, ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe immer wieder die vorherige Vorschleife genommen, ein bisschen editiert und anders ausgeführt. In der History bleibt aber genau diese eine Zeile hier drin. Also das ist For Each oder das While. Und die anderen Zeilen, die ich da getippt habe, die sind nirgends in der History mehr drin. Die sind pops, die sind verloren. Muss ich alles nochmal tippen, wenn ich es nochmal tippen will. Und das ist einer der Gründe, warum ich dann irgendwann von der TC-Shell habe weg wollen, weil ich wollte ordentliche Schleifen auf der Kommandozeile tippen können. Deswegen vergesst das einfach gerade mal wieder und benutzt einfach irgendwie eine von den anderen Shells.